Ja, ein neues Dickschiff ist in der Stadt und dabei handelt es sich um den T15 HIFV. Das ist dieses wunderschöne Gerät. Auf jeden Fall ist es ein Tier 10 Panzer und also, das ist schon brachial, was da mit sich geführt wird. Jetzt denkt euch natürlich, wo gibt's denn den? Und zwar, wenn ihr in den Händler geht, beim Schischkin. Der gute alte Schischkin bringt den mit. Und zwar hier unten ist er. Ist auch der neueste Zehner, den es im Spiel gibt. Ja, jetzt schauen wir uns doch mal an, was uns das Spiel dazu so verrät. In dem Fall ein Russe, ein Schützenpanzer. Und die Geschichte sieht aus wie folgt. Der auch unter der Fabrikbezeichnung Objekt 149 bekannte T-15 Armata ist ein schwerer russischer Schützenpanzer auf Basis der universellen Kampffahrzeugplattform Armata. Der Öffentlichkeit wurde es zum ersten Mal im Zuge der Siegesparade 2015 in Moskau vorgestellt. Der T-15 soll den BMP-2 und den MTLB ersetzen. Ja, das dazu, der Schaden 116 mit 294 Durchschlag, also das wird gleich sehr spannend. Schaden pro Minute wäre mit 11.000 allerdings verdammt hoch, wenn jeder dann auch durchkommt. Feuerrate 200 pro Minute. Wir sehen, wir haben 575 dabei, das heißt also theoretisch Dauerfeuer 3 Minuten, dann wäre man leer. 3.100 Trefferpunkte, 420 Panzerung an der Wanne. Der Turm ist sehr weich, also da nicht unbedingt den rausstrecken, hoffen, dass der Gegner da auf die Wanne schießt. Höchstgeschwindigkeit knapp 80, 2 Sekunden von 0 auf 32, tolle Beschleunigung und Tarnung sowie Zielerfassung, das spricht schon einiges an Spaß aus. Ja, jetzt, ich habe auch natürlich heute mal wieder Retrofits dabei. Für einen Zehner kann ich mal sich das auch definitiv gönnen. Und ich würde sagen, wir springen jetzt in die Runde. Ich werde noch mich hier kurz um meine Kommandanten kümmern und dann geht's aber auch schon los. Das heißt, wir springen in die Runde, schauen, wie er so ist und ich bin schon sehr gespannt. Und wir wurden in die Operation Kobra geschickt. VBA-Truppen sind dabei, eine Nachbarstadt einzunehmen. Greife an, während sie beschäftigt sind, erobere ihr Versorgungsdepot. Deswegen, das Depot muss erobert werden und die Versorgungstrucks am besten zerstören. Dann hat man nämlich auch die Nebenmission klar gemacht. Und wir sehen, wir haben einen Leopard, also hier ein bisschen was für das Thema Panzerung dabei, dann auch noch ein M1A2 Abrams auch nochmal. Hier drüben mein Pendant, den T15 und ein B1 Draco, der von hinten auch nochmal reinhalten kann. Ja, ich denke, da ist für jeden was dabei. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Das Ding ist ja pervers groß einfach. So, und wie schnell er halt beschleunigt. Unglaublich. So, der hat jetzt einfach mal. Ich verstehe nicht, warum er so abrupt bremsen muss. Natürlich bremst er, ist ja klar. So, den macht er. Das lasse ich ihn jetzt einfach mal. Und ich gehe jetzt hier auf den M8. Und schon ist er weg. Den schalte ich mal auf. Oh, nein. Nein, komm schon. Jetzt. Jetzt kriege ich den Damage. Haha. Macht ruhig Schaden. Macht Schaden an ihm. Oh, das war mein Fail. Sorry, Digga. Da wollte ich da nicht so reinjagen. So. Schön oben auf den Turm gesetzt. Ja, da explodiert doch schon alles. Aber auch er explodiert. Komm da durchgefahren. So, auf den komme ich super drauf. Wahnsinn, macht der Spaß. Alter Schwede. Brutal. 8000 Schaden schon gemacht. Nur Panzerung hat er wirklich keine. Muss hier aufpassen, bin hier wirklich so doof, dass ich da so gut beschießbar bin. Jetzt kümmert sich jemand um die Artik, Gott sei Dank. So. Jetzt geht hoffentlich jemand auf den Abrams. Ich nehme mal die Rakete zur Hand.
Und weg ist er. Wahnsinn, auch die Raketen, dass man da 4 Stück... Ah, super Gerät. Wahnsinnig geil. Also, wow, ich bin absolut angetan. Oh, oh. Danke. Ich glaube, ich kümmere mich mal um das... Ich wollte gerade sagen, um das Depot. Jetzt. So, Arti ist nicht beschießbar. Ich nutze mir einfach mal meine Mobilität. Ich dachte, ich käme jetzt schon auf die Arti drauf. Aber wohl nicht. Jetzt. Weg mit der Arti. So, Gun Depression ist eher meh. Und unhandlich ist er. Brutal. Also, da oben nehme ich jetzt mal hier das Ding noch mit. So. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob ich da so ein bisschen runter kann und wirken kann, so wie ich mir das gerade vorstelle. Schön ins Heck. Genau so wollte ich das. Jetzt muss nur noch das Depot eingenommen werden. Und 15.000 Schaden. Der ist klasse, Jungs. Müsst ihr euch auch mal geben. Absolute Empfehlung. Auf den komm. Nicht so drauf. Wir nehmen die Raketen zur Hilfe. Na, die letzte hat's da ein bisschen verhauen. T90. Ich will jetzt hier so ein bisschen hinterhalb wirken. Komm nochmal vor. War doch gerade so schön, wie du da schon standest. Aber ich helfe mal jetzt dem Leo. Wir haben ja einen brutalen Antritt. Naja, dich nehme ich auf jeden Fall erst nochmal mit raus. So, und dem Leo, der braucht jetzt hier definitiv Hilfe. So, schöne Treffer. So, dann halt da oben drauf. Ach, gibt zwar nicht mehr so viel Schaden, aber ein bisschen gibt es immer noch. Und spotten tue ich es da auch. Kann ich gut mit leben. Ja, sag ich doch. So, auf den habe ich jetzt ein bisschen Probleme. So zu wirken, wie ich das gern wollen würde. Naja, aber ist alles kein Problem. Greifen wir auch nicht wirklich mehr an. Was ist er hier? Da geht der Schaden hoch. Erste Sahne. Auf den Warrior könnte ich jetzt auch noch richtig schön schießen, wenn er wieder nicht im Weg wäre. Wir wurden getroffen. Ja, wir wurden getroffen. Tatsache. Aber er auch, auf jeden Fall auch.
So, langsam kämpft mein Panzer auch. Aber das nutze ich noch aus. Oh, da nimmt mir hier jemand. Was machst du denn? Was soll denn das jetzt? Also das verstehe ich jetzt mal wieder gar nicht, was der da will. Keine Ahnung, macht gar keinen Sinn. Was der für ein Problem hat. Aber ist ja Gott sei Dank mir egal. Ich komme immer noch auf meinen Spaß. Wir haben einen Verbündeten getroffen. Ach Junge. Ja, dann gehen wir halt cappen. Ist ja auch kein Problem. Bin ja schnell genug. Weiß jetzt nicht, was der für ein Problem hatte. Auf jeden Fall ab und an gibt es ja idiotische Spieler. Ärgert, hat ihn wahrscheinlich geärgert, dass ich da vorne so viel Spaß habe. Kann ich mir gut vorstellen. So, und bevor er jetzt Unsinn macht, weil ich will eigentlich das Ding überleben. Hätte ich jetzt mich noch eigentlich mit dem Reparaturset klar gemacht, aber Gott sei Dank, er fährt weg. Also von dem her hole ich jetzt einfach den Cap, ist mir auch egal. Jupp. Die sind aber, das ist ja ein Clan, die drei Jungs. Ich weiß nicht, was die hier alle für Probleme haben, um ehrlich zu sein. Hab hier eine super geile Runde gefahren. Knapp 30.000 Damage und 10 Kills. Der letzte von den Gegnern scheint auch nicht zu kommen, der BMP. Ja, und das war klar. Ich hab's mir gedacht, ich weiß jetzt nicht, was die jetzt für ein Problem hatten, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem war meine Runde sensationell und dagegen haben die einfach mal keine Chance. Jetzt würde ich aber sagen, wir machen hier einfach einen kleinen Cut und springen wieder zum Endergebnis rein, weil das kann ja scheinbar noch ein bisschen länger dauern. Also, ihr habt in der Form eigentlich nichts mehr verpasst. Sie haben noch zwei Teamkills begangen. Einer des Clans ist draufgegangen und wiederum der eine, der den erledigt hat. Und dann, ja, war eine große Teamkill-Action. Nichtsdestotrotz, wir sind mit dem Blue Star nach Hause gegangen. Sehr, sehr geil. 27.000 Schaden, 10.666 gespottet. Und dafür gab es noch eine Versorgungskiste Silber. Im Team sehen wir überzeugend auf den ersten Platz gefahren mit dem Damage ganz, ganz weit vorne. Also das war eine sensationelle Leistung. Und die beiden haben es noch geschafft, mit ihrem gerade mal zusammengefasst 12.100 noch den anderen Leo rauszunehmen. Also ich weiß nicht, was die Jungs hier hatten. Auf jeden Fall, wir gehen mit 217.000 nach Hause. Ich habe auch noch den Multiplikator an. Also da war ordentlich Potenzial bei der Runde. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, dieser Panzer macht den PvE richtig Fun. Also ich kann euch empfehlen, die Linie solltet ihr euch vielleicht im Auge behalten bzw. selber holen. Ich würde es empfehlen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.